Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, wir sind immer noch in Kamui. Schönes, verschneites Kamui. Und auf Monsterjagd. Ja, ein bisschen jedenfalls. Oh, es wird Tag. Das ist nicht so gut. Aber ist gerade egal, weil wir haben hier unterhalb alles abgeklappert. Was wir immer noch nicht geschafft haben, ist hier unten den letzten Blockkopf. Dafür muss ich mir mal extra eine Zeit nehmen. Und ja, aber Terrasse macht zum Glück das kalte Wasser hier nichts aus. Hi Schafe, euch habe ich schon gefüttert. Gut. Ja, gehen wir mal in das Dämonentor hier. Packen die. Oh, ein Igu. Na, das Abfackeln bringt leider auch nichts. Und Kirschblütenrang, yay. So, jetzt da wir das haben, kann ich ja mich einmal trauen, nochmal das Ding zu erweitern. Ja, musste ich auch, weil sonst würden wir niemals an... Ja. An die letzte Zahl rankommen, um Milliarden zusammen... Also Millionen zusammen, Milliarden. Ja, genau. So, machen wir es wieder dunkel, dass wir hier in der Nacht die Gegner jagen können. Also dich zum Beispiel. Ich will mal kurz nachgucken in meinen... Ne, hier sind die Pinseltechniken. Donnerstoff. Sonnenaufgang, Restauration, Kraftstreich, Kirschbombe, Blühen, Seerose, Rebe wird es nicht sein, Wasserstrahl kann ich nicht machen, Mondschein auch nicht, Sturmwind könnte vielleicht sein, ja, Nebelschleier. Das habe ich schon ausprobiert gehabt. Das hat keinerlei Auswirkungen auf die. Nö. Keine Dämonenzähne. Und ich habe vergessen, sie wieder anzupinkeln. Gut. Du bist nur ein Stein. Du bist eine Höhle. Vergeltung. Yay, eine Vergeltung erhalten.
Hier ist ein Kleeblatt. Noch ein Höhlenteil mit einem Bären, den wir Fisch geben können. Den Rest können wir überspringen. Warum auch immer hier ganz einsam ein Bär schläft. Nein, das war nicht absichtigt, den Bär mitzugrillen. Sorry, Kumpel. Nein, der Sprung wird nicht reichen. Hui. Das wird wohl von da drüben ausgehen wahrscheinlich. Aber von da drüben aus werde ich noch nicht hinkommen. Es könnte ein anderer Höhleneingang sein. Fledermäuse. So, hier ist immer noch Nacht. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Oh, Mäuse. Oder die Hasen. Hasen, die sich unter der Brücke verstecken bei dem schlechten Wetter. Ach so, ein Eimer. Bösewicht. Kann ich den vielleicht mit dem Leben behaupten? Und auch nicht David. Gut, ich habe wieder vergessen, ihn anzupinkeln. Die kann man aber auch nicht so gut anpinkeln. So, was ist mit dir? Ja. Unheimlicher Iglu erscheint. Sehr gut. Ja, ich kriege ihn nicht ganz so gut. Ja, unheimlicher Iglu besiegt. Yay. Okay, ein weiteres Mördermonster erledigt. Nun, du weißt schon, was du zu tun hast. Ja. Iglu weg. Jetzt wird nur noch die kalte, bitterkalte Reue. So, Amethystklunker. Der Diafabton weckt omoröse und heißblütige Gefühle. Achso, ja, sind Kraniche. Die mögen Fisch. So, aus der Richtung komme ich her. In die Richtung komme ich nicht.
Ah, doch, da die Straße würde ich hochkommen. So, hoffen wir einfach mal, dass der Gegner da der letzte ist. Ein goldener Pfirsich. Ja, für den Magen. Das finde ich immer schön, wenn der Magen gefüllt wird. Dann müssen wir wenigstens nicht hungern. Das ist das Schutzzeichen des Eunerstamms hier in Kamui. Kümmern wir uns nicht weiter um diesen Ort. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Okay. Ja, zum Beispiel den da auszuschalten. Ja, da ist die kalte Reue. Sehr gut. So, kalte Reue angepinkelt. Hey, danke. So, der ist auch weg. Au, und ich bin eingefroren. Bin schon wieder eingefroren. So, die kalte Reue, die lässt sich nicht ganz so leicht besiegen. So, sie ist besiegt. Yay. Ja, Schaden und Zeit, nicht so toll, aber immerhin. Okay, ein weiteres Mördermonster. So, kalte Reue ausgestrichen. Nun, weißt du was? Du hast dich um alle Monster gekümmert, die auf der Schrift der Buße stehen. Ich wette, dieser junge Mann wird verdammt froh sein, das zu hören. Lass es uns ihm gleich erzählen gehen, Ami. Mhm. Nachdem ich hier Bären gefüttert habe... Tja, sowas kann ich immer noch leider nicht kaputt machen. Nö, das macht einfach nur Tonk. Hi, Eule. Dafür kann ich jetzt mit meinem Schädel Felsen zerbrechen, yay. So, Kumpel, die Buße ist getan. Wie läuft's mit den Mördermonstern? Zeigen war die Schrift der Buße. Wow. Alle ihre Namen sind ausgestrichen. Du hast es geschafft, Wölfchen. Du hast es endlich geschafft. Jetzt kann ich wieder auf die Toilette gehen, ohne dass ich mich ständig umgucken muss. Und ich muss nicht mehr auf den Boden kriechen, wenn ich rausgehe. Das nehme ich wenigstens an. Hab vielen Dank, Wölfchen. Ich habe nicht viel, was ich dir zur Belohnung geben könnte. Aber du kannst das hier nehmen, als Zeichen unserer Freundschaft. Jo, Goldstaub. Es war schrecklich von mir, Kamui in solche Gefahr zu bringen. Und ich musste mich auf andere verlassen, um das Chaos, das ich verursacht habe, wieder in Ordnung bringen zu lassen. Ich will stark werden, damit ich von jetzt an meine eigenen Kämpfe ausrichten kann. Ja, das ist ja kein Problem. Wir benutzen jetzt aber erstmal den neuen Goldstaub. Um die Klinge zu verstärken. Ja, wähle eine Waffe, die verstärkt werden soll. Diese Waffe ist bereits verstärkt worden und das Zeug kann ich nicht verstärken. Yay. So, das heißt, ich kann nur noch hier hoch. Also den Weg hier hochnehmen.
im Augenblick gerade. Ja, das nächste Gebiet wollte ich jetzt eigentlich gerade noch nicht. Ich wollte nämlich eigentlich nicht mal den Wasserfall schnell runterspringen und gucken, ob da noch was ist. Ah, Webkehr. Wow. Es ist, als ob das gesamte Dorf eingefroren worden wäre. Ich frage mich, ob noch irgendwer am Leben ist. Ja, ich hoffe es doch mal. Also ja, das hier ist das Dorf. Mit einem Speicherpunkt. Das ist sehr schön. Jo, hier ist auf definitiv etwa noch was. Eine Perle. Perlen sind immer gut. Und da ist tatsächlich ein Höhleneingang versteckt. Abwärts, bitte. Ach nee, nicht schon wieder der Räuberspinne. Das ist übrigens auch gemein. Ich kann immer nur ein Ding zeichnen. Ups, da habe ich nicht aufgepasst. Mal wieder. Es lässt sich aber nicht sonderlich gut verarschen. Oh, was hat die mit der Bombe vor? Oh, jetzt habe ich es rausgeschafft, rechtzeitig. Ich finde es auch lustig, dass sie Sandalen anhat. Ups, da hat sie mich wieder gefressen, weil ich zu langsam war. Oh, die ist ganz schön gut darin. Au. Kein Grund, so aggressiv zu sein. Und da schüttelt sie wieder. Die Dinger ab, gemeine Spinne.
Okay, jetzt komme ich irgendwie nicht um sie rum gerade. Komm, Haken. Danke. So, sie ist tot. Ja, ja. Der Modus war schrecklich, ich weiß. Aber ein Sonnenfragment. Ein Sonnenfragment gesammelt. Eine Solarenergie. Ja, das zählt sogar hier rein. Ich muss mir wirklich mal angucken, ob es einen Guide gibt, wo überall Solarenergie versteckt ist und was ich davon schon alles gesammelt habe. Mal zu sehen, ob ich auch die mein Health so maxen kann.